wir erzählen gleich von unserem Fotoshooting-Tag gestern. Ein Haufen mega geniale Erkenntnisse, ein Haufen mega geniale Erlebnisse und wahrscheinlich auch ein Haufen mega geniale Fotos. Ganz genau. Also, jetzt sind wir hier live und wen habe ich da? Die liebe Andrea, die natürlich mit mir jetzt auch Fotoshooten war. Wir waren zusammen am Comersee, haben einen mega coolen Tag gehabt, haben uns genial amüsiert. Und jetzt erzählst du mal, was war denn da noch? Wieso heißt denn dieser Übertitel Der schnaubende Hengst? Ja, der schnaubende Hengst war ich. Ja, also für mich war es gestern wirklich, wirklich wieder wahnsinnig. Erstens mal lustiger und total genialer Tag. Bin aber auch an meine Grenzen gestoßen gewesen, weil ich nicht genau wusste, wie ich es haben wollte. Ich habe mich wirklich vorbereitet auf das Shooting. Wer will ich sein? Was verkörper ich? Habe die passende Kleidung und alles einpackt gehabt. Aber beim Make-up ging es dann los. Ich wusste nicht, wie ich geschminkt werden will. Habe mir gedacht, ja gut, die wird ja wissen, was sie will. Und ich habe mich dann mega unwohl gefühlt, oder? Und dann passiert genau das, oder, wo uns immer passiert, oder sei es, ob es ein Traummann ist, ob es Geld ist, whatever, dann kippt die Stimmung ab, oder, dann ist man mega anpisst. Ich habe wirklich toll ausgeschaut, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich war dann erstmal mega anpisst, habe geschnaubt, ich fand die Location scheiße, ich fand mich scheiße. Und ich wusste schon, warum, aber ich wusste nicht, wie ich es haben will, oder? Und das ist ja eigentlich der Punkt, oder? Wenn ich nicht weiß, wie ich es haben will, ganz egal in welchem Bereich, und rutsch ab ins Anpisstsein, dann ziehe ich wieder den alten Zustand an. Sei es in der Beziehung, dass mich der nicht will, sei es, dass Geld wieder geht, wo ich vielleicht vorher kreiert habe, sei es, dass ich nicht in meinem Strahlen dastehe für Fotoshooting, sondern dass ich einfach in diesem anpissten Zustand verharre, oder? Und dann richtet sich das Umfeld so, oder? Weil der Fotograf hat sich mega Mühe gegeben, Patrizia hat sich mega Mühe gegeben, aber ich war anpisst, oder? Und dann stehen die da mit einer Palette von tolle Sachen, aber du kannst das einfach nicht annehmen, wenn du die Anpiste bist, die nicht will, wie sie es haben will, oder? Und Gottlob mache ich das jetzt schon lang. Und das erste Foto war dann auf dem Spiegel und ich habe dann dieser anpisten Frau ins Gesicht geschaut, die sich selber leid getan hat, weil sie gedacht hat, gefällt mir so nicht, das bin nicht ich, ich bin mega maskiert. Und dann habe ich aber den schnaubenden Hengst wirklich am Kandare genommen. Und das ist halt die wertvolle Arbeit, oder? Wo ich jetzt seit fast einem Jahr mache, oder? Ich kann mich dann sofort wieder aus diesem Zustand rausholen. Ich habe mir in die Augen geschaut, ich habe mir an Kandare genommen und ich habe gesagt, Frau, das ist jetzt deine Chance, das ist jetzt das, wo du wolltest. Geh in dein Glanz, strahl, mach, was du machen willst. Seit Mrs. Good Life, oder? Und du schaust wunderbar aus, du hast tolle Kleidung, einen tollen Fotografen, einen tollen Coach mit dabei, Menschen, die haben sich mega Mühe gegeben, die haben dich gestylt, die haben dich geschminkt, oder? Die haben dir das alles ermöglicht. Reiß die zusammen und sei jetzt die, wo du sein willst, oder? Und dann ging das vielleicht 10 Minuten, dann bin ich hoch wieder, oder? Ins Divine Design. Und dann hat die so einen Spaß, oder? Also mir hat das so Spaß gemacht. Es sind so tolle Fotos entstanden. Aber nur, weil ich dann wusste, wie ich es haben will. Die wollte klar sein, strukturiert, premiummäßig, oder? Und das habe ich mir vor dem Spiegelbild gesagt. Und dann war ich aber auch die, oder? Und dann konnte ich erstens die ganzen tollen Geschenke sehen, wo da um mich rumstehen, oder? Dass jeder nur das Beste für mich will. Und dann
konnte es aber auch annehmen, oder? Der Fotograf hat sich dann mega entfaltet mit Ideen. Patrizia und ich, wir hatten mega Spaß und auch coole Fotos noch zusammen gemacht, oder? Und dann war wieder dieser Flow da, oder? Jeder hat Fun gehabt, jeder hat Spaß gehabt. Und für mich war es einfach so ein großes Learning, weil da das im Alltag einfach jeden Tag passiert, oder? Es kommt was, es passt dir nicht, du steigst ab, bist anpisst. Tust du vielleicht nur selber leid, meckerst rum, schnauzt jeden an und wunderst dich dann, dass jeder geht und dass es nicht besser wird, oder? Und dann verharre ich in diesem Mitleid und die Tage, Wochen, die kreieren Jahre sie dann so, dass ich immer die Bestätigung habe, wie anpisst das doch mein Leben ist, oder? Und das ist mein größtes Ultramind-Learning an dem Wochenende. Ich muss einfach wissen, wie ich es haben will. Und das Ganze wäre nicht passiert, wenn ich zu dir einfach gesagt hätte, ich will rote Lippen, ich will ein Dezenz-Make-up, ich will meine Haare so und so. Dann, aber ursprünglich hast du einfach gedacht, die ist die Spezialistin, die muss es ja wissen. Ja, genau, das ist eigentlich das größte Learning, oder? Dass ich davon ausgehe, dass jeder andere weiß, was ich haben will, oder? Genau, die ist ja die Make-up-Spezialistin, die muss ja wissen, was ich haben will. Ja, und dann kommt der geilste Satz von dir. Du weißt schon, dass die 100 verschiedene Make-ups drauf hat. Und da ist mir das aber dann klar geworden, oder? Wenn ich nicht weiß, was ich will, wenn ich nicht klar bin, was ich will. Ich meine, die hätte mich geschminkt, wie ich das will, weil die das kann. Aber natürlich kann sie das nicht, wenn ich ihr das nicht sage. Wenn ich für mich selber nicht klar bin. Wenn ich den Fokus nicht immer noch hab. Unbewusst, obwohl du es ja weißt. Wir wissen ja. Das ja alle, wie das ist. Aber wir haben so viele Blockaden noch in uns drin, die wir gar nicht wissen, dass die aktiv sind, die uns immer wieder sagen, da ist eine Autorität, da ist ein Spezialist, da ist ein Experte. Der muss ja wissen, wie ich das haben will, weil der ist ja der Experte, sonst würde ich ja den Experten nicht buchen. Weil wir niemals klargemacht kriegen und uns selber auch meistens nicht klar machen, dass dieser Experte meine Manifestation, mein Umsetzungsgehilfe ist hier in dieser manifesten Welt oder 3D-Welt und der macht genau das, was ich sage. Ja, und der Fotograf, der war so engagiert, aber in dem Moment, wo ich da in diesem angepissten Zustand bin, der kann sein Potenzial gar nicht entfalten. Der Make-up-Artist kann sein Potenzial gar nicht entfalten, so sehr er will. Wenn ich da unten gefangen bin, dann schlage ich dem alle Türen zu, wie ich es in der Beziehung auch zuschlage. Wenn ich anpisst bin, weil der andere unfähig ist, weil der andere eh nichts macht, weil der andere Vollidiot ist, der kann in seiner Pracht dastehen, der kann 1000 Ideen haben, der kann mir die gar nicht geben, weil meine Tür zu ist, oder? Und ich habe das gestern wirklich nochmal so sehr gespürt, wie das ist, wenn man da unten gefangen ist, oder in seinem Human Design, Unpissed Sein, Hengst Design, ja. Hengst Design. Es war alles da, aber ich konnte es in die 10 Minuten, halben Stunde, konnte ich es nicht sehen. Und es wäre wurscht gewesen, wo wir gewesen wären. Wenn man da jemanden einen Sack voll Geld geschenkt hätte, wäre es mir auch wurscht gewesen, oder? Weil ich einfach unpissed war. Und danach, es war so ein Flow, es war so inspirierend, so, so Spaß, nur weil ich aufgemacht habe, oder für alle Möglichkeiten offen war, für die Inspiration, für den anderen offen war, wo mir dachte, hey, das ist jetzt mein Ding. Und dann kann man aber der auch sein Ding geben, oder? Was der alles für Ideen hat, oder? Weil ich offen war. Und ich habe das mega gemerkt, das ist auf einmal so aufgegangen, oder? Wo ich mich selber wieder auf Position gebracht habe, oder? Und das ist einfach meine Botschaft heute, mein Learning, für alle, die es interessiert, ich muss bei mir immer selber anfangen. Ich muss die sein, ich muss klar sein, fokussiert sein, kühn sein, oder? Kühnheit, ich hätte sagen können, das gefällt mir nicht, so will ich es. Ich hätte von Anfang an sagen können, ich will das Haar genau so, mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden. Dann hätte ich gar nicht erst absteigen müssen, sondern dann wäre das von Anfang an so gegangen. Und das ist das. Man wird immer auf sich selber zurückgeschmissen. Und es gibt wirklich nie einen Schuldigen im Außen. Jeder im Außen kann mir nur das geben, wie mein Seinszustand ist, oder? Und sich erlauben können,
sowas von okay zu sagen, wie ich es gerne hätte, was mir gefällt, was mich begeistert, das zu sagen, ohne zu glauben, dass da irgendeiner da draußen im Außen ein Spezialist, einer wäre, der das besser wüsste, das ist energetisch eine absolute Unmöglichkeit in unserem Universum, wo es hier nur um die Energetics geht, die ich ausgebe. Und wenn ich da sitze und denke, da ist ein Spezialist, der muss doch wissen, wie es geht, dann bin ich nie zufrieden. Dann werde ich immer das Opfer sein, dann werde ich immer ausgeliefert sein. Und diese Sache, seine Kraft liebevoll zu sich zurückzunehmen und zu sagen, ja, ich bin der Schöpfer, da gibt es keinen Spezialisten, da gibt es keinen Experten außerhalb von mir, sondern alles, was mir begegnet, ist dazu da, um meinen Seinszustand zu zeigen, zu manifestieren, in diese Welt mit reinzutragen, weil das ist alles, was da ist nicht mehr. Ja. Da ist tatsächlich und nicht da mehr. Ist mir eben auch wieder aufgefallen, in welchem Seinszustand, dass ich früher ein Leben lang war. Also ja, also wenn man und ich meine, klar, wäre das jetzt nur 2 Stunden länger so gegangen, dann hätte der Fotograf gesagt, mach mit wem du willst, oder dass es ja dann da, wenn der Traumpartner geht, oder sie eine andere Inspiration sucht, oder ja, ich meine, mittlerweile kann ich das managen und war nicht so lang, aber deshalb brauche ich eben auch die Tools. Ja. Ich muss erkennen, ich muss mir in die Augen schauen und ich muss sofort ändern, oder? Weil sonst wird die Tür immer zu, irgendwann ist die verriegelt, oder? Und dann ist es schwierig, dass man wieder rauskommt. Und von dem her, ja, was gestern für mich wieder ein super Wahnsinns-Learning und der Ultramind-Perspektive habe ich mich wahnsinnig wieder einen Jump nach oben gemacht. Und das ist auch nur das, ich muss das in der Praxis üben. In der Theorie war ich mega safe, immer. Und dann kommt aber mal eine Situation, wo ich so noch nie hatte, die hat noch nie ein Fotoshooting, wo ich dann wirklich auf einmal on sein muss, oder? Weil da geht es ja um meine Fotos. Und auf das wäre ich vorher gar nicht gekommen, hätte ich es nicht in der Praxis gemacht. Und das ist ja eigentlich immer das, wo mich damals bei den VIP-Tagen immer so wahnsinnig vorwärts gebracht habe, wenn ich im Ausmaß völlig Neues mache. Nur mein Coach dabei habe. Ja, es ist so, oder? Und ich meine dann, aber ich muss die Erfahrung machen, weil nur in der Theorie tönt so einfach, klar, ich weiß, was sie will, klar sage ich meine Meinung, klar. Und, ich bin sowieso eine relativ forsche Frau, oder? Ja. Und ich bin powerful und ich sag's, was sein soll. Und dabei, letztendlich mache ich es halt wirklich doch nicht. Ja. Das ist das Wahnsinnige, weil wir sind powerful und wir sind forsch. Immer so leicht zu sagen, was uns nicht gefällt, zu sagen, was wir nicht wollen. Aber tatsächlich hier anzufangen und zu kreieren und kreativ zu sein und all das, was in der manifesten Welt ist, zu unseren Gunsten, zu unseren Vorstellungen, in unsere Kreation so einzubinden, dass es uns gefällt. Das ist ein ganz anderer Mindset, das ist ein ganz anderes Denken. Das ist ein ganz anderes Mindset, oder? Und wenn man dann so unpissed ist, es ist so schwierig. Und wenn ich die Angst stehen hätte, die will es anders, das hätte nicht funktioniert, sondern ich muss die sein, wo weiß, dass ihr das zusteht, dass sie sagt, wo es lang geht, oder? Und dann bin ich ja wieder in meiner Königinnenrolle, dann machen die das auch gern für mich. Ja, aber natürlich, aber das muss man sich erstmal logisch vorstellen, oder? Eine ganz andere Energie. Und deshalb ist ja so Komfortzone verlassen so, so wichtig in der Praxis, oder? Weil das sind die Booster, wo ich schnell weiterkomme. Und ich habe das Fotoshooting schon im Kopf gehabt. Und das ist eben das, was, wenn du einen guten Coach, einen guten Mentor an deiner Seite hast. Du kannst nicht mit dem Mindset erwarten, das ist ein Spezialist, das ist der Profi, der weiß schon, was für mich gut ist, der muss mir sagen, was ich tun soll. Und was nur geht und was, egal welcher Coach du hast oder suchst, es geht einfach nur, wenn dein Coach in der Lage ist, bei dir rauszufinden, was du haben willst und dir dann auf diesem Weg Klarheit, Erkenntnis, Wahrheit verschaffen muss, einerseits durch das, was du
dann haben möchtest, um was es geht, wenn du das haben möchtest im Leben, wer du dann sein musst. Und das immer wieder zu erarbeiten. Was möchtest du im Leben? Schön, finde ich toll. Wer musst du dann sein? Ja, und das ist Coaching. Und da immer wieder hinzuschauen, warum bist du jetzt nicht die, die auf dem Make-up-Stuhl sitzt und einfach sagt, du, nö, das hätte ich so gern und da möchte ich es heller, da möchte ich es dunkler, da möchte ich es ein bisschen mehr abgedeckt, die Lippen möchte ich ein bisschen mehr klarer haben. Warum sagst du das nicht? Oh, weil ich wieder in eine alte Vorstellung gekommen bin, die muss ja wissen, was sie tut, weil sie ist ja die Expertin, die ist ja die Spezialistin. Und sie tut dann genau das, was du denkst, was sie tun soll. Nämlich dir zeigen, dass du keine Ahnung hast, wie du es haben willst. Ja, also alle haben ihre Rollen im Human Design und im Divine Design gestern brillant erfüllt, oder? Und es ist nur ich bin die, wo sagt, du magst das. Und wenn ich sage, du schminkst mich jetzt, so wie ich es gar nicht haben will, also das sind nur die Ausführer. Es ist immer nur der Ausführer. Und das habe ich gestern wieder gelernt. Ja, im richtigen Leben zu lernen, wie ich kommuniziere und in freudiger Erwartung das sage, was ich haben will, und es dann gleichzeitig noch empfangen kann. Das ist ja das Nächste, ist der oder? Nächste Schlüssel. Für mich war das auch ganz toll, dass jeder so engagiert war, dass ich im besten Licht da stehe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hätte ich früher auch nicht empfangen können, oder? Aber eben, das ist die Arbeit. Und dann kann ich es auf einmal auch empfangen. Und es wird immer wieder so kleine Tauchgänge geben, aber das Wichtige ist, und das ist eine wichtige Message auf diesem Video, dass ich dann erkenne, ich hänge. Ich hänge in einem Zustand, in dem ich nicht sein will, der nicht für mich angenehm ist, der nichts damit zu tun hat, mit dem Leben, das ich führen möchte, das ich verkörpern möchte, das ich ausstrahlen möchte, aber ich hänge da drin. Und da zu wissen, mit welchen Tools komme ich da wieder raus, ist eins der schwierigsten Dinge und eins der Beispiele, das jeder kennt. Ein Beispiel sagt, ja, Fotoshooting und das interessiert mich nicht. Aber ein Beispiel, was jeder kennt, ist, in der Interaktion mit einem anderen Menschen geht dir was auf die Nerven. Du nervst dich über irgendetwas von einem anderen Menschen und dann bleibst du da hängen. Und zum Teil Jahre und Jahrzehnte. Und diese Situation, dieses Angenervte, das findest du dann überall. In der ganzen Welt findest du genau die gleiche Situation, weil du da noch immer drin steckst. Das ist das. Und es wird niemals sich selber auflösen. Es wird sich vielleicht dimmen, es wird vielleicht runtergefahren, es wird halt weniger sein. Du wirst dich zurücknehmen von Menschen, das passiert auch ganz oft, ja, weil das kann ich nicht haben, das regt mich so auf und das sind diese Leute, die versauen einem das ganze Leben und von denen muss man Abstand halten. Und dann hat man hier eine Mauer zwischen sich und seinen allen Manifestationen, allen, weil das scheißegal ist. Du baust eine Mauer zwischen deinem Inneren und zwischen deinem Außen auf und dann kriegst du in allen deinen Lebensbereichen kriegst du immer wieder Sachen, die dich anpassen, weil du nie gelernt hast, was es bedeutet, was für eine Energie dahinter ist, wie du die Energie generiert hast und respektive, wie du sie verändern kannst und was das alles mit dir selber zu tun hat und mit deinem Seinszustand. Das sind Tools. Wenn du die nicht hast und solange ich die nicht hatte, solange ich sie nicht weitergeben konnte, solange die Andrea sie nicht weitergeben konnte, kannst du es gut meinen, kannst sagen, ja, musst dich nicht so aufregen. Es wird ja alles gut. Schau mal, die meinen es ja alle gut mit dir. Und das nützt dir nichts. Du kochst weiter, du kochst innerlich weiter und kannst nicht mal annehmen. Und dann meine ich es gut mit dir und dann will ich dich beruhigen. Und dann sage ich, das ist alles in Ordnung. Und dann wird es im Prinzip wird's nur noch schlimmer in dir. Weil dieser Tumult ja immer noch da ist von außen. Versuche ich irgendwie so eine Schokoladenglasur mit Sahnehäubchen drüber zu legen, oder? Und das innerlich ist da nichts
nichts gereinigt, weil du nicht verstehst, weil du nicht weißt, was in dir vorgeht, warum es in dir vorgeht, warum du diese ganze Wut hast, warum du diese ganze Ablehnung verspürst, warum du diesen ganzen Unmut verspürst. Und dann gehst du Jahrzehnte durch ein Leben, suchst irgendwann mal, suchst immer noch die, die dir die Sahne drüber machen, über den ganzen Tumult da drin, oder? Und dein ganzes Leben, es gibt Filme darüber, es gibt Bücher darüber, All the Rage von Joe Sarno, all diese Wut, alles angepisst sein, all dieser Hass, all dieser Ärger, den du überall auf dieser Welt siehst, der entsteht dadurch, weil wir es nicht managen können, weil wir nicht damit umgehen können, weil wir nicht wissen, was es ist, wo es herkommt, wie es aus uns heraus entsteht, wie wir es verändern können. Und so laufen wir herum und geben uns Sahnehäubchen über Sahnehäubchen. Und ich fühle mich am meisten zu denen hingezogen, die die größten Sahnehäubchen sind, oder? Mhm. Und dann, oh, du armst, oder? Und dann geht es dir jetzt besser. Mhm. Na, aber ich probiere es. Und der ganze Tumult ist immer noch drin und nichts ändert sich. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir erkennen müssen. Wir können das nur selber tun, aber wir müssen es verstehen. Wir können ohne unseren eigenen Verstand können wir gar nichts machen. Und weil die Andrea eben schon diese ganzen Tools hatte, kommt auch diese Möglichkeit. Da war plötzlich, da war ein Spiegel. Da war ein Spiegel. Der gehörte da aber gar nicht hin, der Spiegel, mm-mm, gell? Der stand einfach nur da rum. Und er hat mich gesehen. Und sie weiß aber, wie sie mit sich reden muss. Sie weiß, sie hat es vorher schon wie oft geübt? Unzählige Male, oder? Weil sie ganz genau weiß, es ist die Beziehung zwischen mir und mir. Und da komme ich auf den Grund und auf den Grund und auf den Grund. Und diese Beziehung, die zwischen mir und mir entsteht, die macht die Energie, die aus mir herauskommt. Und diese Energie, die aus mir herauskommt, das ist die Energetics, das ist das ganze Ambiente, das ist die Energie meines Lebens. Und in dieser Energie ist jeder Mensch, jedes Tier, jede Situation, jede Angelegenheit einfach mit mir verbunden. Und da gibt es kein Raus. Und das heißt, es alles ist eins. Und sie springt sofort wieder ins Divine Design, aber die anderen, also es geht sofort. Es geht sofort. Aber nur, wenn du eben da rauskommst aus diesem menschlichen Denken und merkst, woher kommt dein Angepisstsein und dass das überhaupt gar nichts mit dem zu tun hat, was du erlebt hast oder mit wem du zusammen bist oder was auch immer, sondern nur mit dir und mit deinem Self-Management. Und alle Divine Design Teachings, die du bei mir lernst oder auch bei der Andrea, die Basis ist Selbst. Selbstkonzept, Selbstmanagement, Selbstumgang, Selbstkommunikation, innere Kommunikation, weil letztendlich ist es nichts anderes wie du. Everything is you pushed out. Dein ganzes Leben ist du da draußen. Die materielle Welt entsteht durch die energetische Welt, durch die Energetics. Gibt es zwei Kurse bei mir, den ersten Kurs. Das ist die Einführung in Divine Design Energetics, 444 Euro jetzt zu Ehren meiner Hündin Sea für 222 Franken. Das sind ja jetzt in Franken hier. Oder die Ausbildung, die heute Abend weitergeht zum Master of Divine Design Energetics, wo du wirklich zu verstehen lernst, wie diese energetischen Zusammenhänge durch deine Ansichten, durch dein Mindset, durch deine Überzeugungen, durch deine Rückschlüsse, von denen du nicht mal was weißt, entsteht. Das ist so, so wichtig. Ja, und in diesem Sinne kann ich nur sagen, heute Abend geht's weiter. Master of Divine Design Energetics zum halben Preis. Kannst immer noch dabei sein. Hast die Aufzeichnungen von den letzten zwei Mal. Dann, wir kreieren 5.000 Euro, auch zum halben Preis. Geile Masterminds, weil es geht nur um dich. Es geht um dich. Du hast 100.000 Perspektiven, du hast 100.000 Lebenssituationen, du hast 100.000 Erfahrungen, du hast 100.000 Werte, du hast 100.000 Ansichten. Und jede Ansicht, die dich dazu führt, zum schnaubenden Hengst zu werden, ist für dich das Glück, dass du erkennen kannst, oh, hier habe ich eine Eintrittskarte in diese ganz, ganz andere Welt, die so viel mehr ist wie Kreation oder Manifestation, sondern es ist deine Welt als Schöpfer. Und
Das hat nichts mit Bibel zu tun, hat nichts mit Kirche zu tun, das hat mit Erschaffen zu tun. That's it. Ich denke, wir gehen essen, oder? Mhm. Also, wenn ihr Fragen habt, bitte kommentiert, teilt. Dieses Wissen ist so, so wichtig. Das muss weitergegeben werden. Ich weiß, es wird so viel noch drum gehumbugt und drum mystifiziert. Aber letztendlich ist es ein energetisches Management. Und wir als energetische Wesen müssen lernen zu verstehen, anwenden und umzusetzen, wie es ist, wenn wir Energie sind. That's it. Es ist so simpel. Und eben das ist das Problem. Es ist meistens so, so simpel, dass man es gar nicht sehen kann. Und deswegen müssen wir lernen, miteinander zu arbeiten, uns miteinander Mentoring zu lassen und diese Leute zu konsultieren, die nicht Experten sind, die nicht Spezialisten sind, sondern die dein Prinzip verstanden haben und dich immer wieder vor diesem Prinzip dir die Klarheit geben. Darum geht's. Und dann funktioniert es, weil es geht um ein Prinzip und es geht auch nicht um eine Abhängigkeit von irgendeinem Gesetz, sondern es geht um ein Prinzip, das einfach da ist und das wirkt. Und oftmals wird ja diese Sache mit dem Gesetz der Schwerkraft genommen, oder? Hast du dir schon mal überlegt, wie, wenn jetzt das Gesetz der Schwerkraft hier wirkt, wie du damit umgehst? Nein. Wie du das für dich nutzen kannst. Ist dir schon mal bewusst gewesen, wie das, was das bedeutet? Spätestens beim Kitesurfen hast du dich damit auseinandersetzen müssen. Da habe ich gemerkt, dass es gibt. Da hast du gemerkt, am eigenen Leib erfahren, dass es tatsächlich das Gesetz der Schwerkraft gibt und wie du das managen kannst. Zu deinen Gunsten. Zu meinen Gunsten. Weil bevor du das gelernt hast, hat es das Gesetz der Schwerkraft sich zu deinen Ungunsten eingesetzt. Sehr. Es hat mir sehr wehtun, aber wie beim anderen Gesetz, oder? Wenn ich nicht weiß, wie ich das managt, dann tut es mir weh. Genau. In der Seele oder in der Psyche oder am Körper. Egal, wenn ich nicht der Manager von den Prinzipien, von der Schwerkraft oder von Divine Design, dann haut es mir auf die Fresse. Ja, es ist so, oder? Und ich weiß nicht mal, warum. Und dann mache ich wieder und ich falle wieder hin und es tut mir wieder weh. Aber wenn ich weiß, wie funktioniert das, oder auch beim Kitesurfen, wie funktioniert die Technik, wie hole ich mich aus einem psychischen Tief wieder raus, dann bin ich der Manager und dann wird es so, wie ich das haben will. Und dieses Try and Error, oder ich probiere und ich scheitere, ich probiere und ich scheitere, das ist so ein Mindset. Oder ich muss alles selber rauskriegen, ich muss das doch selber rausfinden. Wenn ich gut genug bin, dann habe ich das selber rausgefunden. Und gleichzeitig verliere ich so viel Lebenszeit, die ich eigentlich für Freude, Begeisterung einsetzen könnte, weil ich den Mindset habe, ich muss es selber rausfinden. Und wenn ich es selber nicht rausfinde, dann bin ich nicht gut genug. Und das ist so ein Bullshit. Deswegen sind wir ja hier zusammen, alle zusammen in dem gleichen Ding, dass wir uns selber inspirieren können. Und das Inspirieren heißt übrigens in den Spirit bringen, in den Divine Design Spirit bringen, heißt es nämlich. Und das heißt Inspiration. Und das machen wir alle so gerne. Wir tun uns gerne inspirieren, aber nicht mal da haben wir uns einen Kopf gemacht. Und das heißt ja, wieso inspirierst jetzt du mich? Wieso inspiriere ich dich? Weil ich dich in Spirit bringe. Und in meinen Teachings heißt es, weil ich dich in dein Divine Design erhebe. So simpel. Deswegen inspiriere ich dich und weil du mir erlaubst, dass ich dich in dein Design erhebe. Ja, ich nehme ja zum Kitesurfen einen Instructor, ich nehme fürs Autofahren einen Fahrlehrer, oder? Da ist normal, da komme ich auch nicht auf die Idee, ich lerne nicht selber Autofahren, oder? Geht ja gar nicht, oder? Und so ist halt in der Energiearbeit auch. Da brauche ich einen, der weiß schon, wie es geht und der bringt mich da schnell ans Ziel. Und jeder, das ist irgendwie heutzutage so, jeder hat das Gefühl, er müsste Kinder irgendwie auf die Welt bringen und dann müsste sie irgendwie mit seinen eigenen limitierenden Glaubenssätzen und Beschränkungen überschütten und so muss es halt funktionieren und das muss
eingepasst werden. Und wir sind heute an dem Punkt, wo wir alle wissen, wo uns eingepasst hinführt. Und deswegen müssen wir jetzt merken, wir müssen uns gegenseitig aufknacken, inspirieren in die Freiheit, in die Selbstbestimmtheit, in die Freude, in die Begeisterung, in die Fülle. Darum geht es. Und in unseren Köpfen ist immer noch dieser alte Mindset drin. Wir müssen dich erziehen, wir müssen die Kinder erziehen, wir müssen uns gegenseitig erziehen. Verleumdung, Denunzierung und was weiß ich nicht, was es in unserer Gesellschaft überall allgegenwärtig ist, weil wir glauben, der Mensch muss erzogen werden. Wir sind mit diesem Glauben geimpft. Ich habe das Wort gesagt. Also, meine Batterie geht zu Ende. Wir haben Hunger und bis bald. Tschüss.